Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute erzähle ich euch etwas von 5 großen Lügen, die es in der Fitnesswelt, in Fitness-YouTube gibt und ihr Wirken davon. Zumal wir das Wirken hier allerdings noch unterteilen müssen, denn es gibt ein direktes Wirken und ein indirektes Wirken. Oder man kann es auch so nennen, es gibt ein Wirken und es gibt eine doppelte Wirkung, was meistens eine umgekehrte Wirkung ist, sowas wie die Doppelpsychologie. Und ich bin sehr gespannt, bei welcher dieser Lügen ihr euch auch ertappt fühlt, auf die ihr reingefallen seid und entweder die Wirkung oder eben die Doppelwirkung euer eigenen könnt. Eine davon ist wahrscheinlich die bekannteste auf YouTube schlechthin und wir hatten sie auch schon diverse Male erwähnt in anderen Videos, und zwar das typische: Trainiere genau so und du kannst so aussehen. Und wer sagt das? Ein extrem muskulöser, extrem vaskulärer und vor allem sehr schlanker Mensch, der euch das präsentiert und ganz offenkundig in die Trickkiste greift, sprich Steroide nimmt, Anabolika nimmt und dadurch seine Trainingspläne, sein Know-how, seine Expertise verkaufen will. Das ist der Klassiker auf YouTube, seitdem man sich so gut exponieren kann und in die Welt hinausbringen kann durch Social Media und Co. gibt es das, aber auch schon davor. Denn davor war es einfach so eine Tugend, nicht davon zu erzählen als Bodybuilder, selbst wenn es noch so offenkundig ist, dass selbst die Olympiakandidaten alle behauptet haben, sie würden nichts nehmen, weil es einfach zu verpönt war. Ob wir nun Verständnis dafür haben oder nicht, aber gerade im Social Media, wenn jemand extrem behauptet, das würde er nicht tun, hier kauft ihr meinen Trainingsplan, weil ich habe Ahnung und der einzige Beweis ist der Körper, dann wird es natürlich ein wenig hart. Die direkte Wirkung davon ist natürlich ganz klar eine Enttäuschung, weil sie nie daran kommen werden. Die direkte Wirkung ist auch, man kauft die Produkte. Man kauft es ihnen ab, dass sie solche Experten sind. Man folgt ihnen, und zwar nicht nur auf Social Media, sondern im Training, in der Ernährung und so weiter und wundert sich, dass man nie ganz da ankommt und kann sich höchstens sagen, vielleicht habe ich auch nicht die Genetik dafür. Dadurch ist eine solche Welle an Enttäuschung gekommen und auch an Aufklärung, dass wir zur Doppelwirkung kommen. Und was ist diese wohl? Zu viel Misstrauen. Jetzt ist es eher so, weil eben diese ganze Aufklärungswelle da war, dass man niemanden mehr traut, der auch nur ansatzweise eine dicke Ader auf dem Bizeps hat und nach irgendetwas aussieht. Ach, der nimmt Stoff, heißt es dann, allzu schnell. Gehört ihr zu dem zweiten Lager? Ich wette, die meisten von euch eher zum zweiten als zum ersten. Aber auch da irren wir uns oftmals. Und ja, es gibt noch Leute, die so prädispositioniert sind, dass sie einfach Unglaubliches leisten können. Egal ob im Muskelaufbau, Schnellsprinten, Hochspringen, Koordination, in Breitensport und so weiter. Es gibt diese Wunder und wir sehen immer mehr davon durch Social Media. Die nächste Lüge ist: Trainiere die Bauchmuskeln und du bekommst irgendwann ein Sixpack. Viele von euch wissen schon, dass es davon eine extreme Klassiker-Variante gibt, über die wir heutzutage nur noch lachen. Trainiere deinen Bauch und du nimmst gezielt am Bauchfett ab. Gut, das wissen wir mittlerweile alle, das dürfte angekommen sein, aber auch Bauchmuskeltraining, um Bauchmuskeln zu sehen, wissen wir mittlerweile auch, nein, dazu muss man Fett abnehmen. Doch was passiert? Die direkte Wirkung davon ist ein Bandscheibenvorfall. Wie das? Viele kriegen dadurch Verletzungen. Der Bandscheibenvorfall war jetzt nur ein Beispiel und das kann sehr schnell passieren, weil die Leute wie blöde die Bauchmuskeln trainieren. Im Gegensatz zum unteren Rücken, den man nicht so sieht, der nicht so sexy ist und der nicht am Strand so viel taugt. Wo hat man das schon mal gesehen, dass zwei Ladies über den Strand gehen und sagen, boah, hat der einen schönen unteren Rücken? Wahrscheinlich seltener. Deswegen werden die Bauchmuskeln bis zum Exzess trainiert. Und was hat man davon? Eine einseitige Trainingsbelastung. Und das ist nirgendwo so gefährlich wie im Torsobereich. Ja, man kann mal etwas mehr die Brust trainieren, dafür weniger den Rücken, dann kriegt man höchstens Schulterprobleme. Bizeps und Trizeps, da kriegt man kaum Probleme. Und bei den Beinen, nun ja, auch da können Disbalancen entstehen, die in einem Bandscheibenvorfall münden. Aber gerade bei den Bauchmuskeln, wo dann im Prinzip der ganze Körper nach vorne gezogen wird, hier fester gemacht wird, versteift wird und hinten sich alles Mögliche ebenfalls nach vorne verzieht und die Wirbelsäule dadurch einen kleinen Schaden nimmt, da kann so etwas vorkommen. Das brauchen wir nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, die Doppelwirkung davon ist recht unspektakulär. Die Leute trainieren den Bauchmuskel gar nicht mehr. Das heißt, alles wird trainiert und der Bauchmuskel wird beim Training etwas weniger mittrainiert, bei dem üblichen Training von allen anderen Muskelgruppen, als der untere Rücken. Der untere Rücken muss immerhin fast alles mithalten. Selbst wenn wir nur Kurzhanteln rausheben, ist der untere Rücken dabei. Wenn wir uns beim Rudern
hier hinter mir, wenn wir dabei uns einfach nur aufrecht halten, ist der untere Rücken dabei, der ist oft genug dabei. Die Bauchmuskeln nicht ganz so. Lassen wir es also komplett sein, weil wir uns denken, ach komm, brauchen wir eh nicht. Man sieht das ja, wenn ich fettfrei werde, da muss ich aber nicht für trainieren. Haben wir genau das gleiche Problem. Auch dadurch entstehen Bandscheibenvorfälle, weil da eine Disbalance entsteht. Und natürlich auch andere Verletzungen. Deswegen, ja, trainiert es genauso wie alles andere. Und die nächste Lüge ist eine meiner absoluten Lieblingslügen. Und das wisst ihr, vor allem diejenigen, die den Kanal länger verfolgen. Für diejenigen, die es noch nicht tun, einfach nur abonnieren. Jetzt unten draufklicken, dann könnt ihr das Ganze hier verfolgen und immer schön von den Kommentaren her mitmischen. Schaut euch auch mal die anderen Videos an. Aber kommen wir jetzt zur großen Lüge. Die große YouTube-Lüge Nummer 1, die ich so rauskristallisieren kann aus den letzten 10 Jahren. Und ja, noch größer als die große Steroid-Lüge und ich nehme ja gar nichts, ist, du musst den Muskel zweimal die Woche trainieren, weil die Proteinsynthese dafür bereit ist und dann baust du viel schneller auf. Was ist die direkte Wirkung? Leute kommen immer mehr ins Übertraining, aber vor allem verbringen sie viel zu viel Zeit im Studio. Ja, sogar richtig Panikattacken kommen dabei rum, wenn sie nur einmal daran denken, in den Urlaub zu fahren. Wie viel lässt man bei nur 2 Wochen Urlaub an Proteinsynthese einfach ins Land streichen und dann direkt Muskeln abbauen? Ja, es entsteht wirklich eine Flutwelle an großer Panik und man sucht sich schon den Urlaub danach auf, wo das beste Fitnessstudio ist. Das ist alles absoluter Bullshit. Auch kann man das Ganze kombinieren. Misstrauen gegenüber Steroid-Bodybuildern und diese neue Lüge sorgt dafür, dass man denkt, die hätten ja alle keine Ahnung. Und dieses einmal die Woche trainieren ist nur was für Leute, die Steroide nehmen. Schaut euch die Kommentare unter meinen Videos an. Schaut euch die vielen Leute an, die darunter schreiben, hätte ich nie gedacht, ich habe es immer genauso gemacht und jetzt trainiere ich nach deinem Plan, Gotti, was nicht mein Plan ist, kann ich immer nur wieder betonen. Nein, das ist das ganz normale Bodybuilding. Jetzt trainiere ich nur noch einmal die Woche und ich habe plötzlich Erfolge. Ich werde plötzlich kräftiger. Ich baue plötzlich auf. Probiert es mal wieder aus. Jetzt, das ist schon so absurd, dass ich sagen muss, probiert es aus, weil das ist das Normale eigentlich. Und ihr werdet sehen, dass das die größte Lüge überhaupt ist. Denn, und das ist der Hauptpunkt, aber schaut euch gerne die anderen Videos dazu an, nur weil man die Proteinsynthese theoretisch besser nutzen kann, theoretisch deswegen, weil ihr nicht genau wisst, wann die optimal genutzt wird, heißt es noch lange nicht, dass ihr Muskeln abbaut. Und auf Nummer sicher geht ihr, wenn ihr einfach genug Zeit zur Regeneration lasst. Die Doppelwirkung davon ist natürlich, dass man meistens gar keinem Fitness-YouTube und Science-Based-YouTube mehr vertraut und auch nicht irgendwo die Erkenntnisse daraus nimmt, die ja tatsächlich in den Studien nun mal vorhanden sind. Aber man muss sie eben richtig deuten können. Und dann traut man gar keinen Studien mehr und es kommt so eine Freilüftigkeit ins Training. Ach, man kann doch alles machen. Und dazu kommen wir später noch. Hauptsache, es macht Spaß. Hauptsache, du hast ein gutes Gefühl. Nein, es geht nicht nur nach Gefühl. Ich sage ständig, trainiert auch nach Gefühl, aber das auch ist hier sehr wichtig. Bildung in Form von Büchern, Wissen von erfahrenen Menschen und auch Studien gehören alle dazu. Ich hoffe, damit verwirrt ihr euch nicht wesentlich mehr, aber zu irgendeinem dieser beiden Lager gehören wir doch am Ende alle. Lüge, du brauchst Supplement. Auch die Besten von uns brauchen Notizen. Große Lüge Nummer 4. Du brauchst unbedingt Supplements, um Muskeln aufzubauen. Naja, zugegeben, heutzutage wird es nicht mehr ganz so nach außen gebracht, aber früher hieß es das teilweise schon. Aber vor allem die Wirkung von Supplements wird oft maßlos übertrieben. Man hat manchmal das Gefühl, ich brauche unbedingt diesen neuesten Schrei. Und das kommt immer wieder vor, obwohl wir mittlerweile schon aufgeklärt sind und eher eine große Skepsis da ist, die ebenfalls zu weit reicht. Aber jetzt nehme ich schon die Doppelwirkung vorweg. Zum Beispiel Trendprodukte, Ashwagandha, brauche ich das unbedingt, muss ich das haben, muss ich Omega-3-Fettsäuren haben und so weiter, sind so dermaßen übertrieben, dass manche, und das ist die direkte Wirkung, natürlich wahnsinnig viel Geld ausgeben an Supplements, das sie eigentlich nicht haben. Oder am Ende des Jahres dann doch besser, wenn man das mal akkumuliert, in einen Urlaub gesteckt hätten. Oder wahnsinnig dünne Kandidaten, die nur 60 Kilo wiegen und trotzdem einen Haufen von Supplements nehmen, wo man sich fragt, bringt das da überhaupt schon was? Abgesehen von der großen Enttäuschung, die damit einhergeht, wenn sie nicht wirken, dem großen Placebo-Effekt, dass man immer wieder denkt, dadurch nur baue ich Muskeln auf. Und was passiert dadurch? Natürlich, aber hier sind wir noch nicht bei der doppelten Wirkung, dadurch kriegt man auch regelrecht Angst und Panik, mal keine Supplements zu nehmen. Und wie nennt man das? Regelrecht Abhängigkeit. Man gibt also sein ganzes Geld für etwas aus, was gar nicht so eine große Wirkung hat. Und jetzt kommen wir zur Doppelwirkung.
wahnsinniges Misstrauen. Und da sehe ich auch viele immer wieder in den Kommentaren, die sagen, Supplements bringen doch alle nichts, das ist doch nur die Industrie und die will uns ausbeuten. Mir machen Supplements zum einen Spaß. Außerdem sage ich immer wieder, Supplements sind da, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, sie sind unglaublich praktisch im Alltag. Wenn man sich einmal so ein bisschen mit der Ernährung und sogar tiefergehend mit der Ernährung beschäftigt, bis hin in die Trophologie, heißt, wenn man sich um einzelne Ingredienzien kümmert, dann werden Supplements wahnsinnig wertvoll, weil man ganz gezielt Dinge in seinem Körper bewegen kann oder Lücken füllen kann mit diesen Supplements. Und wenn man darin eine Routine hat, hey, dann sind sie toll. Aber nicht notwendig und ja, sie geben dann auch ein Plus. Aber nicht unbedingt, wenn ihr Trainingsanfänger seid und, und. Das heißt, auch hier ist die Mitte der richtige Weg. Wer meint, Supplements sind alle zu verdammen und das ist doch nur Verblödung, der liegt genauso falsch und der wird nie die großen Erfolge erzielen, die er eigentlich erzielen sollte im fortgeschrittenen Stadium. Und deswegen, wenn ihr alles richtig machen wollt, könnt ihr zum Beispiel Supplements von Wider nehmen. So ziemlich der ältesten Supplement-Marke der Welt. Da weiß man, was man holt. Und mit dem Code GOTTI könnt ihr da auch noch 20% sparen, beziehungsweise immer den aktuell maximalen Rabatt bekommen und diesen Kanal unterstützen. Probiert's aus, mit Wider kann man nichts falsch machen und es schmeckt auch noch gut. Und damit sind wir auch schon bei der letzten großen fünften Lüge angelangt, obwohl es sicherlich noch viele weitere gibt. Und an dieser Stelle schreibt mal in die Kommentare, was so eure Lügen sind, die ihr so seht oder auf die ihr reingefallen seid, die Wirkung, die ihr hattet oder die Doppelwirkung, die ihr hattet oder bis heute noch habt. Ich bin sehr gespannt auf eure sehr ehrlichen Kommentare. Es macht immer wieder Spaß, die zu lesen und sicherlich auch für die anderen. Ich empfehle, lest euch die Kommentare durch, denn das ist die Ergänzung zu dem Video. Aber kommen wir jetzt zum fünften Punkt. Die große Lüge ist, ihr braucht dringend freie Gewichte, Schrägstrich Grundübungen, Schrägstrich bestimmte Übungen X, Kniebeugen, Bankdrücken oder Kreuzheben, um so richtig Muskeln aufzubauen. Wer das nicht macht, gehört nicht dazu und er wird nie Erfolg haben. Man kann sich den Mund fusselig reden über diese Lüge. Ja, wir wissen, dass viele einen gewissen Stolz damit verbinden, im Fitnessstudio zu sein, große Gewichte zu schleppen und sich sehr elitär fühlen. Und wer da nicht mitmachen kann, der wird auch nie es zu irgendetwas bringen. Oder wer nur an Maschinen ist, naja, der wird eben auch ein Maschinen-Johnny bleiben und sicherlich auch nicht so viel aufbauen. Ja, da steckt viel Mist hinter, überhaupt nicht haltbar und wir versuchen sich alles aus den Fingern zu ziehen, um das zu begründen. Ja, dadurch werden viel mehr Muskeln bewegt, wenn man Kniebeugen, freie Kniebeugen macht und Hilfsmuskeln und es wäre eine natürlichere Bewegung und sogar die Wissenschaft sagt, dass man dadurch sogar Muskeln in den Fingern aufbaut und im Trizeps, weil man so eine Hormonausschüttung hat und so viel Blödsinn. All das lässt sich wieder ganz einfach zerlegen. So zum Beispiel diese Annahme, dass man durch Beintraining oder durch vor allem schweres Beintraining oder so Grundübungen wie Kniebeugen viel mehr Hormone ausschüttet. Blödsinn. Man schüttet die Hormone nicht aus, weil man bestimmte Übungen macht, sondern einfach, weil man viele Muskeln im Körper bewegt. Und das geht auch anders. Und das geht auch mit Maschinen. Wer mal eine Hackenschmidt-Kniebeuge gemacht hat, der weiß das. Und ja, da kann man die Fußstellung auch anders machen. Das heißt, kommt weg von eurem Stolz. Das ist eine große Lüge. Was ist die Wirkung davon? Hauptsächlich Verletzungen und Verschleiß. Dazu gibt es schon zwei Videos hier, die euch sehr gefallen haben, und zwar die fünf gefährlichsten Übungen und auch die fünf ungesündesten Übungen. Schaut mal rein. Darin wird auch noch mal einiges davon erklärt. Hier aber nur vorweg, die meisten von euch versuchen, diese Gewichte immer weiter zu steigern, machen das meistens zu schnell, haben die Technik nicht richtig drauf und ja, dann kommen die Verletzungen rein. Oder sie meinen, bis ins hohe Alter oder 10, 15, 20 Jahre des Bodybuildings immer wieder diese Übung machen zu müssen. Vielleicht macht ihr noch einen Breitensport, wie ich damals, Basketball, Fußball oder sonst irgendetwas. Und dann sind die Übungen auch nicht unbedingt förderlich, wenn man zweimal die Woche so etwas macht und dann auch noch zusätzlich seine Beine andersrum belastet. Also so oder so, es führt meistens zu Verschleiß und wenn ihr Pech habt, zu Verletzungen. Ansonsten gebt ihr euch zumindest immer wieder ein Risiko aus, das einfach nicht nötig ist. Jetzt kommen wir zur Doppelwirkung. Eine Wischiwaschi-Larifari-Gesellschaft von Bodybuildern, die so sehr das geschluckt haben, dass das doch nur irgendwie Pumpergehabe ist mit diesen schweren Übungen und Gewichten und Freigewichte und Eisen, dass sie meinen, man kann einfach nur nach Spaß trainieren. Habt ihr den Satz schon mal selbst von euch gegeben oder kennt ihr den von anderen? Hauptsache es macht Spaß, das ist doch das Wichtigste. Nein, ist es nicht.
Disziplin und ja, harte Arbeit, und zu harter Arbeit gehören auch schwere Gewichte, gehören doch noch dazu. Und auch das kann ich immer wieder nur auf diesem Kanal wiederholen. Es gehört noch dazu. Und so haben die erfolgreichsten Bodybuilder einen großen, starken Körper aufgebaut und die anderen nicht unbedingt. Ja, was ist denn jetzt die Wahrheit dazwischen? Genau dazwischen liegt sie irgendwo. Ihr müsst nicht bestimmte Übungen machen, ihr müsst nicht das Gewicht auf Teufel komm raus steigern, aber hart trainieren und ja, auch Gewichte steigern gehört nun mal dazu. Gehört ihr zu der Doppelwirkung in diesem Fall oder zu denjenigen, die unter der Wirkung leiden? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zumindest zum Nachdenken angeregt. Manche Videos sind nicht unbedingt nur lösungsorientiert im Sinne von ich sag euch, wie es geht und ab jetzt macht ihr das so, sondern auch einfach, um die grauen Zellen zu aktivieren oder eine Diskussion loszureißen. Dieses könnte dazugehören. Wie gefällt euch sowas? Daumen hoch, wem das gefallen hat. Ab in die Kommentare, was eure Erfahrung damit ist. Und abonniert den Kanal. Wem solche Videos gefallen, direkt weiterschauen und hier die nächste Top 5 ansehen. Die hat es auch so richtig in sich und dann könnt ihr mal unten mitdiskutieren, denn da wird schon ordentlich drüber diskutiert. Also dann, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.